Also wir haben pro Maschineneinheit, also Klangplatte, dann eben die B-Caps, die Sensoren, dazu dann noch ein digitales Mischpult, das an einen Computer angeschlossen ist und der Computer wiederum über ein Netzwerkkabel mit dem Automaten. Was wir versucht haben, ist den Rhythmus, also wenn man den Rhythmus nehmen würde, relativ exakt abzubilden, ohne viel Eingriffe. Allerdings das harmonische Spektrum oder die tonalen Sachen, die ja in einer Klangplatte hat ja eigentlich keinen Ton, sondern ist eigentlich ein Geräusch. Da haben wir eigentlich die Freiheit, viel mehr zu interpretieren. Und von der Analyse her geht es natürlich so, helle Geräusche geben hohe Töne, tiefe Geräusche tiefe, weil einfach das auch unserer Sinneswelt entspricht. Das heißt, ein Elefant wird immer tief sein und ein Schaden von einem Hühnerfuß ist immer hell. Und das würde auch auf der Platte so sein. Und so spielt es auch das Klavier. Die zweite Sache ist natürlich das, dass wir ein Klavier bei Definition oder von unserer Gewohnheit her harmonisch spielt. Also zumindest schön spielen sollte. Und von vornherein unsere Tonleiter hat. Da kann man gar nicht dran. Also die kann nur, also diese 12 Töne in der Oktave spielen. Und damit kommen wir eigentlich auf ein Material hin, das also unserer westlichen Musik, gerade in der neuen Musik, entspricht. Und da gibt es harmonische Filter, die wir ansetzen können, und um eben hier so quasi diese Interpretation zu verändern, zu beeinflussen. Das heißt, die Anzahl der Töne, die Auswahl der Töne, die Zuordnung von den Geräuschen zu den Tönen, das sind eigentlich so Dinge, die wir machen, und Notenlängen. Aber Rhythmus selber und die Zeit, das ist für uns wichtig, die muss der Tänzer machen. Es gibt kein Gedächtnis, es ist eine unmittelbare Reaktion. Für das Gedächtnis sind dann Kompositionsstrukturen verantwortlich, wie zum Beispiel Loops, Wiederholungen. Das heißt, wenn der Tänzer zweimal das Gleiche macht, dann gibt es natürlich ein Gedächtnis von vorigen Bewegungen zum nächsten. Aber wir haben hier Loops, die wir dann dem Tänzer entgegensetzen. Das ist die zweite rhythmische Struktur. Also Bernhard Lang ist über solche Strukturen zu erkennen, oder die Musik von Bernhard Lang. Das ist seine Eigenheit. Und insofern ist auch die Komposition in die Maschine geflossen. Was ich vorher vergessen habe, dass wir immer das große Problem gehabt haben, wie kann man den Klangplattenklang, der ja wesentlich ist für die Rezeption, ich höre den Klang und höre das Klavier, und dann plötzlich soll ja der Hörer auch das Hören, das was auf der Klangplatte kommt, hat eine Entsprechung am Klavier. Und wie kann man diesen projizieren? Früher haben wir das immer mit großen Lautsprechern gemacht, und jetzt sind wir drauf gekommen, dass wir da eigentlich ganz eigene Lautsprecher braucht, mit eigenen Charakteristiken, und deswegen sind diese Panellautsprecher entstanden und entwickelt worden auch, die auch formal einer Platte entsprechen und die eigentlich so quasi der Spiegel dessen sind, was der Tänzer drauf macht für den Tänzer selber. Damit kann er sich kontrollieren, sich hören und so weiter, ohne großartig zu sein. Und dieser Lautsprecher steht auch so neben dem Klavier, wie ein Sänger neben ein Klavier stehen würde, das heißt, die Klangplatte spielt mit dem Klavier dann zusammen ein Unisono-Stück. Wo wir angefangen haben mit Christine Geig und Bernhard Lang, uns Stücke mit Tanz und Computermusik auszudenken, versucht haben, also Tänzer mit Mikrofonen zu bestücken, Sensoren und so weiter. Und daraus Informationen zu holen, und dann sind wir drauf gekommen, dass das alles irgendwie nur so aufgesetzte Gestik ist und dass wir zurückgehen auf eine Sache, nämlich auf die Schwerkraft. Und die Schwerkraft ist das, was also auf den Tänzer am meisten wirkt. Und die Schnittstelle der Schwerkraft ist immer der Boden für den Tänzer. Und damit ist eigentlich die Schnittstelle, wo der Tänzer so abgebildet wird, für uns der Boden, und deswegen eine Platte.
Und dann hat man gesagt, wir werden diesen Boden auch noch begrenzen, dass es wirklich eine menschliche Dimension hat, und haben hier die 2x1 Meter, was ungefähr Bettgröße ist, verwendet. Und auch, also nicht größer, nicht klein. Ja, wir sind drauf gekommen, eben, dass damit wirklich diese Gestik rauskommt, ist die auch speziell, also mit einem Resonanzboden unterfüttert, mit verschiedenen Abständen der Holme und auch verschiedene Auflagen dazwischen, sodass hier immer Resonanzflächen entstehen, um eben zum Beispiel auch über den Plattenraum hinweg klangliche Veränderungen zu machen, die man gar nicht so unmittelbar hört, aber der Computer erkennen kann. Und jetzt ist darum gegangen, diese Information aus dieser Schnittstelle, dieser Kontaktschnittstelle, so zu erkennen, dass eben tänzerische Gesten, Intentionen, aber auch des Tänzers, auch was er ausdrücken will und so weiter, hier interpretiert werden. Und dafür haben wir ja dann zuerst nur diesen Plattenklang genommen und sind sehr erstaunt gewesen. Es war eine der ersten Entdeckungen, wie genau oder wie unterschiedlich dieser Klang für verschiedene Tänzer ist und wie genau Tänzer diese Klänge immer wieder produzieren können. Und in einer weiteren Folge ist dann eben entstanden, eben für dieses Stück hier, dass wir sagen, okay, wir wollen eigentlich das, was also der Tanz projizieren, transkribieren, und dafür verwenden wir nicht das Video, wie das bei anderen Projekten verwendet wurde, eben, sondern wir projizieren das in die Musik, und da verwenden wir eigentlich diese universelle Musikmaschine, was Klavier heißt. Und mit Klavier kann man praktisch also den kompletten tonalen Bereich abdenken und praktisch alles spielen, was also Struktur hat. Es geht darum, dass wir hier nicht nur, dass wir hier Töne aufnehmen und die auf dem Klavier spielen lassen, sondern dass wir eine quasi homomorphe Abbildung der Bewegungen auf das Klavier haben. Das heißt, eine gleiche Bewegung sollte immer circa das gleiche am Klavier bewegen, außer der Komponist funkt dazwischen und macht einen harmonischen Filter oder die Tonlängenveränderungen. Und das heißt, wenn man jetzt komponiert, schrauben wir nicht mehr an Tönen, sondern wir schrauben an den Transkriptionsregeln. Das heißt, wie wird es interpretiert? Und diese Veränderung dieser Transkription ist auch das, wo man sagt, okay, das sind Rahmenbedingungen, Randbedingungen, ein Instrument, was sich durch die Komposition verändert und wo der Tänzer versuchen muss zu folgen. Erstens muss man sagen, die Funktion von Rhythmus und Tanz ist so, dass eigentlich jede Bewegung in sich schon einen sehr prägnanten Rhythmus hat, wo man sehr identifizieren kann. Und der wird natürlich abgebildet. Wir versuchen erstens eine möglichst schnelle Reaktion der Maschine zu haben, damit der Tänzer wieder reagieren kann. Und wenn man ein Gerät hat, wo ich was tue und ich höre sofort den Effekt, dann kann ich das wie ein Instrument spielen. Und das ist das Instrumentale dran. Und funktionieren tut es eigentlich so, dass eben verschiedene Frequenzen und Moden, heißt es eigentlich so, Schwingungsmoden heißt es, die über Frequenzen bewegen, und deren Verläufe werden also aufgenommen und verfolgt und dann im, auf dem Klavier als Töne wiedergegeben. Ich glaube schon, dass wenn man wirklich ein Stück macht, wo eben Vernetzungen passieren, dass das auch in der Hardware abgebildet werden muss. Das heißt, autonome Einheiten zu vernetzen, das ist eigentlich auch diese Struktur dieses Werkes, und deswegen auch diese Verteilung im Raum. Und das war eigentlich die Herausforderung, das wirklich auch technisch so hinzukriegen, wie man das geplant so hat. Und ich muss sagen, dass das eine der wirklich wenigen Werke auch ist, wo man wirklich das genauso fertig kriegt, wie man sich das vorgenommen hat.